So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Black Flag und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Wir ballern jetzt gerade nur ein bisschen Missionchen raus. Captain in der Salzlake! Captain in der Salzlake. Ja. So ist es. Wir können hier auch einen Schatz finden, das ist aber jetzt gerade für mich ein bisschen irrelevant. Ich möchte gerne weitermachen. Hätte ich gerne. Waffen und Schwerter. So, gehen wir mal rüber zur Mission. Ja, die letzte Folge, die habe ich euch zusammengepackt. In eins. Ich dachte, ich mache da jetzt zwei Folgen draus, aber nein, ich mache da eine Folge draus. Aber. So. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo müssen wir hin? War da raus? Ernsthaft? Okay. Eigentlich war ich gedacht, geil, du hast jetzt noch eine Mission, die relativ nah beieinander ist. Nö. Okay, dann also zurück zum Schiff. Oder? Wir müssen nämlich mal kurz raus auf die hohe See. Segel setzen, Bewegung! Mehr Segel, alle Segel! Wir müssen da hinten irgendwo hin. Tatsächlich. Das werden wir jetzt auch tun. Da haben wir doch aber eine Kiste, die ich gerne noch mitnehmen will. Und dahinter ist noch eine. Oder? Nee, das eine ist ein Sister, das andere ist Überlebender, ne? So, das mitgenommen. Und da haben wir noch. Dort drüben treibt ein Manzer! Ja, ja, schon gesehen. Ach, das war eine Kiste, okay. Keine Sorge, ich nehme die kurz diese Kiste hier noch mit und dann fahren wir straight. Wenn nichts dazwischen kommt, rüber. Straight rüber. Das will ich jetzt eigentlich irgendwo lassen. Das sind die Briten, ne? Ja, sind es. Aber für uns. Ja, dann. Mehr oder weniger irrelevant. Ich will euch jetzt gerade mehr oder weniger nicht dazwischen kommen. Das sind zwar nur Schoner. Also ergo nichts Wildes. Aber wir müssen uns ja nicht mit allen Leuten anlegen. Denn wir machen weiter. Die Belagerung von Charlestown. Hey, O'Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge ich bin gerade von dem Typen, der daneben, der von daneben, bin ich ein bisschen irritiert. Na, why not? Gut, okay. Ich habe Platz 291.326 als... Okay. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. Sechs Tage. Gott verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst?
Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Euer Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Okay. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Ja, gut. Dann fahren wir da mal hinterher. Das Kanonenboot verfolgen. Großsegel setzen. Nicht holen. Paar zulegen. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihn. Super, okay. Dann weiß ich Bescheid, dass ich da nicht direkt hinterfahren soll, deswegen fahren wir da links rum. Vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Kann ich das nicht überspringen mal wieder? Ah, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Gut, wenn dann, weiß ich nicht, da durchfahren, korrekt. So, wir werden uns mehr oder weniger da mal ein bisschen links vorbei begeben. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Lehsegel setzen. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Als halbes Segel. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Lese ich noch ein Wachturm. Ja. Ich hab schon gesehen. Was denkt der Kerl sich denn? Wenn er über sich verzieht, gibt es keinen Ausweg. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Nicht tot. Paar zulegen. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Gut, wir machen uns mal gerade kurz. Nur keinen.
gibt leider keine Berserkerpfeile mehr. Kurz weg. So, ich mal kurz eben noch schnell hier ein bisschen looten. So. Warte jetzt gleich einen Moment. Ja gut, wir ganz. Komm, wir machen die Mission weiter. Das war es jetzt hier. Warte mal. Bevor das Schiff uns abhaut. Geh weg. Ja, das ist genau das Problem. Ach, geh doch! Nehmen wir es an. Ja, natürlich. Ich hab mich verdrückt. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Kleinen Checkpoint, das ist gut. So, dann muss ich nicht alles nochmal neu machen. Großsegel setzen. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Ich sehe sie. Da drüben. Ja, ja. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Einholen. Großsegel reffen. Das Problem ist einfach, dass sie merken, dass wir ihnen folgen. Nicht tot. Paar zulegen. Jetzt sind wir wieder dran. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören. Segel setzen. Immer mit der Ruhe, Captain. Aufgehen. Segel reffen. Alle Berg. So, jetzt müssen wir es auch ruhiger machen. Wo wollen wir jetzt hin? Die entkommen uns, Captain. Dann muss ich eben ohne sie weiter. So. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Nicht mal mehr irgendwelche Pfeile. Ja. Natürlich. Ja, ernsthaft. Ich komme hier nicht raus aus der Nummer, oder was? Ja, Zeit zu bekommen. Geilste Nummer. Aber gut. Das ist natürlich jetzt immer gut, wenn man da jetzt noch. Obwohl man Zeitdruck hat noch. Ja, I love it! Ich bin natürlich entdeckt worden, weil die genau hier lang wollen, echt ernsthaft.
Kann ich die zwar nicht einfach töten, mich. Ja. Ach Mann. Glaubst du, es stimmt, was man über Blackbeard sagt? Dass Feuer aus seinem Kopf schießt? Wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm. Sei so dankbar, dass ein Schiff vor Anker liegt und sich ein Weg mitten auf Dark. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Ja, Mann, mach doch mal den Abflug hier. Jetzt bist du schon wieder mehr auf den Senkel, gehst du schon wieder auf den Senkel oder was? Ach Mann, lass mich doch einfach in Ruhe, scheiße Krokodil. Lass mich doch einfach in Ruhe machen. Ich will doch nur die paar Typen verfolgen, mehr nicht? Etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Zwei Krokodile kommen zum Abendessen. Leider, alter Doppel. Warm heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. So, die gehen natürlich jetzt erstmal an Land hier, aber das ist jetzt. Ruhe. Oder um wenigstens. Heute schon Krokodile gesehen. Ich war am Boot vorbei. Nein? Ruhige Nacht. Bist du sicher? Ich hab da was im Wasser gehört. Bist du ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann war. Ja, mein Gott, ey. Ja, genau. Ach, Mann, ey. Das ist zu kurz.
diese scheiß Krokodile. Ich hab natürlich auch das Problem, ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab mich auf die Pfeile, lieber nochmal updaten müssen. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen Ruhe gehabt. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich! Du wirst erwartet! Natürlich bin ich entdeckt worden. So. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Verschwinden wir hier! Ein, ne? Gut, da halt um belauschen. Gut, haben wir da zumindest schon mal gehört. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücklich. Was gibt es heute? Verletzt oder getötet? Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? So, man belauschen, unterbrochen. Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Sprecht weiter. Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Ja, geil! Erfolgreich! Nein, jawohl! Wir haben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich uns kämpfen und durchkämpfen, ne? Jetzt, ich flachse jetzt! Warum greifst du nicht an? Edward, warum? Warum greifst du nicht an? Weil ich nicht will. Ich habe keine Lust mehr abzugreifen. Ich guck mich wieder an zum Blöden. Lass mich gucken, welche Typen da kriege noch. Ziel verloren? Willst du mich flachsen jetzt? Das ist doch einfach. Okay, ich hätte wahrscheinlich nicht jetzt noch die angreifen, sondern einfach marschieren müssen, einfach laufen müssen. Hilfe! Bist du? Was geht hier vor? Erschießt ihn jemand! Moin, ich kann mich jetzt um euch nicht kümmern. Oh, Alter. Ist jetzt gerade für mich irrelevant. Ich muss den Typen jetzt so machen. Ja, das ist doch klar! Warte, ich box dich kurz weg. Und du kommst nicht mehr hoch. Keine Chance.
Ernsthaft? Warum? Ah ja, springen. Kletter nur auf. Ich kletter mal ganz entspannt darüber. Warum nicht? Den Capitano eliminieren. Moinsen, ich habe keine Zeit für euch. Habe ich den ernsthaft? Ziel hat bestimmt so erreicht. Das heißt, ich muss den töten, bevor der da hinkommt oder was? Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit. Nochmal. Okay. Da schießt ihn jemand! Meine Fresse, geh doch da hoch, ey! Mann, geht doch da hoch. Nö, ich spring ins Wasser. Mann. Warum? Ah, dann. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich das Problem mit sich drin. Hilfe! Unternehmfahrt! Spring doch da rüber. Mein Gott. Sind. Geh mir nicht auf den Senkel! Nee, ich muss dich töten, ne? Ich muss dich nur schubsen. Sorry. Mann, ich will diesen Typen doch nicht haben. Haltet ihn! Oh, Mann! Warum gehst du da nicht mehr hoch? Moin sind. Ich bin jetzt gerade noch auf das Thema. Ja, richtig kaputt. Natürlich. Geht doch da hoch, ey. Ach, das ist doch nicht wahr, ne?
Ey, anstatt dass der auf den Captain zielt, gell? Ich geh erstmal nach Kilometer weit nach rechts ziehen. Ach man, dann was regt mich dann einfach auf, wenn ich dann nicht in die Mission, wenn ich die Mission nicht schaffe. Geh erstmal schwimmen, ey. Ey, was ist das denn für eine Mission? Was ist das denn für ein Scheiß, was da immer wieder passiert? Ey, was ist das denn für ein Schrott, Leute? Jetzt hier genauso, anstatt mal, dass er reinspringt, weiterspringt, drüber springt. Angesagt. Spring doch drunter, Mann! Ah ja! Ey, ich hab gerade auszuspringen. Nee, ich laufe jetzt ein bisschen gegen das Boot gegen und dann springe ich mal ganz anders so hin. Genau das ist das, was mich jetzt gerade so ein bisschen aufregt. Das ist genau das, was mich dann ein bisschen aufregt. Dass ich dann warum ich diese Mission nicht schaffe. Oder warum ich diese... Ja, schieß doch selber, ey. Ich muss echt schnell reagieren, damit ich den... Fuck you! Ja, oh Mann. Ja, dann halt nicht. Ich hätte das so irgendwas mal versucht, dass du das schaffst. Warum eigentlich, ey? Ich hab den doch angeschossen, warum auch? Ernsthaft? Ich hab den angefangen! Eigentlich, ich bin doch erwischt! Mann! Ach Mann, ey, was machst du da, Edward? Warum? Warum zur Hölle? Ich hab den doch erwischt, den Typen! Nö, hast du nicht? Wir machen es in der nächsten Folge nochmal neu. So, liebe Leute, weiter geht's weiter mit der Kapitänsverfolgung. Wir sind immer noch da dran, ja. Wenn ich da mal rankommen könnte. Ja. Tut doch etwas, ihr Narren! Was zum Teufel? Hey! Ja, was machst du da? Was machst du da, Edward?
Ach, Edward, ey, darum, das schickt er immer da noch eine Runde, ey. Ich hätte ihn vielleicht bekommen. Ich hätte ihn vielleicht bekommen und jetzt chillt da noch lieber noch ein bisschen auf seinem... Oh, warum auch? Hab ihn. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, Mann, ey. Oh Gott. Oh Gott, steh mir bei. Ich hab ihn, Gott sei Dank, jetzt endlich. Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Ach, Gott sei Dank. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Ja, und tschüss. Gott sei Dank, wir haben die Mission dann irgendwie doch hingekriegt. Mit einem schönen Headshot. Ey. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Mann, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder der darunter. Dann kann ich euch das auch wieder zusammenschneiden. Das passt dann auf jeden Fall auch. Wir haben keine Pfeile mehr gehabt, aber die Belagerung von Scholzhorn, wir haben die Mission beendet. Boah, Gott sei Dank, ey. Ich habe jetzt. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen frustrierend. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, aber das war halt irgendwo auch. Ja, Dinge dabei, wo ich mir denke, boah, nee, ey. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.